Glück auf und hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Combat Mission Battle von Normandy in der Kampagne Road to Monburg und wir befinden uns weiterhin in der Mission Le Grand Hamon. Mein Name ist Tim oder auch Headbreaker, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei. Wir laufen auf den Gegner auf, sterben, vernichten den Gegner und dasselbe gleich nochmal. Wir sind also quasi die Cantina Band im Combat Mission. Bloß, dass wir von jedem Mal zu jedem Mal weniger werden. Immerhin, so ist irgendwann dann auch ein Ende gesetzt. Aber nichtsdestotrotz, ich würde sagen, wir gehen zurück ins Spiel und schauen nach der Rückblende einmal kurz, wie wir heute weiter vorankommen. Let's go! Nun gut, alles in allem haben wir gesagt, wir haben jetzt die Probleme, dass wir zum einen hier im Erdgeschoss Feind entdeckt haben. Dieser Feind könnte jetzt natürlich auf uns feuern, hat ja auch ein MG dabei. Das heißt, wir müssen schnellstmöglich auf den Gegner Feuer aufbringen, in der Hoffnung, dass sie das hinbekommen. Und dazu werden wir jetzt hier auch das First Squad in Teams aufteilen und das Team mit dem Bar hier ranbringen, um dann hoffentlich doch noch eine Chance zu kriegen, auf den Gegner zu feuern. Das MG hier vorne kann einfach nirgendwo hinwirken und dahin, wo es angeblich hinwirken kann, da schießt es nicht hin. Wir gucken jetzt mal, ob es vielleicht da auf den Dachboden feuert, dann würde das ja auch Feuer auf den Gegner anbringen. Ich befürchte, hier rüber schießen, na, das klappt leider auch nicht. Wir können das mal machen für eine Runde, in der Hoffnung, dass das halt auch so ein bisschen mit unterdrückt. Ansonsten, ja, wird das nicht so viel. Wir feuern hier nochmal eine Runde her. Oder machen wir gleich das? Wir machen das. Da kann er ihn feuern. Und let's go. Die haben ihre Ziele. Die. Und hier fehlt uns halt theoretisch der Leader mit der Thompson. Problem ist halt auch so moraltechnisch. Sind meine Jungs nicht die Besten? Nee, das wollte ich nicht. So, Blick dahin. Ein paar Sekündchen warten, dann gehen wir vor. Blick dahin. Ja. Der kann da leider auch nicht hinfeuern. Unser Pech. Die sind beschäftigt. Ja. Sie auch so ein bisschen Blick behalten, 105 Meter. Ich möchte jetzt hier tatsächlich, können wir die mal splitten? Ich möchte jetzt hier tatsächlich, bevor ich da vorgehe, einfach die Hecke da hinten einfach mal von links nach rechts unter Beschuss nehmen, weil ich erwarte, dass da jemand drin sitzt. Ob das am Ende so ist,
Rücken werden wir dann sehen, ob wir jetzt hier quasi unseren letzten Schützen verlieren. Ich kann es noch nicht sagen. Ich möchte aber auf jeden Fall den Gegner dort vernichten. Und ich sehe da kaum eine andere Chance, als das jetzt über den relativ zeitnah zu machen. Gucken, hier sollten jetzt auch die ersten Spotting Rounds bald kommen. Für uns heißt es jetzt halt wirklich so schnell wie möglich hier Feuer auf den Gegner aufbringen. Ja, alles nicht ideal. Der Grund, warum ich da auch so verbissen bin, quasi trotzdem hier im Zentrum den Gegner zu werfen, liegt einfach daran, weil ich den Gegner moralisch vernichten will. Ja. Also ich möchte wirklich dafür sorgen, dass die Feindmoral zusammenbricht, weil dann wird es für uns deutlich leichter, auch immer, wenn wir wieder auf den Gegner auflaufen. Ich würde sagen, lassen das jetzt einfach mal so ablaufen und schauen, was dabei rauskommt. Yeah, those coordinates have been received. We got some rain coming in. Nun gut, auch hier wieder gemischte Gefühle. Wir bekommen weiterhin Feuer rein, aber hier den Gegner haben wir unterdrückt. Hier oben das MG scheint die Position verlassen zu haben, aber dummerweise hat hier sich jetzt ein weiterer Schütze gemeldet und der trägt auch wieder ein MG bei sich und scheint jetzt feuern zu wollen auf unsere Jungs hier hinten, die leider nicht so richtig auf ihn feuern können. Das heißt, wir werden erst einmal zusehen, dass wir die hier aus dem Bereich rausbringen, möglichst schnell hier an die Hecke ran.
Pop Smoke wird nichts, leider. Haben wir einfach nicht. Es ist katastrophal. Ja. Hilft nichts. Genau, also da, der zielt, der wird vermutlich hier reinfeuern. Und wenn unsere Mörser nicht schnell schaffen, den zu unterdrücken, dann sehe ich da schlechte Karten für uns. Ohne große Verluste auszukommen. Ja. Dann haben wir immerhin hier einen Gegner weggescheucht. Unser MG hier kann aber gefühlt auf rein gar nicht schießen. Also, es sieht nichts, es macht nichts, es kann nichts, übertrieben gesagt. Ist ein wenig ärgerlich. Also die Sicht hier durch die Bocage ist mehr als schlecht. Tatsächlich sehr, sehr ärgerlich. Ja, denn wir wissen, in diesem Gebäude hier hat sich jetzt hier jemand versteckt. Aber da können wir nicht drauf wirken. Auch wenn wir es gerne würden. So, unser MG hier ist ziemlich useless an der Stelle. Deswegen verlegen wir es hier rüber, da bringt es uns ein wenig mehr. Zumindest erstmal im Support. Wir werden hier weiter auf die Ecke schießen. Und gucken, dass wir dann hier mit unserem Speer vorankommen. Die Pioniere werden jetzt hier erst einmal eine ganze Weile beschäftigt sein mit dem Minenräumen. Auch ein kleiner Nachteil für uns. Ja, und jetzt müssen wir hier wirklich zusehen, dass hier der Mörser nach Möglichkeit schnell starkes Feuer aufbringt, weil wir mit allem anderen nicht drankommen. Wir haben noch die Jungs, die dann hier hoffentlich so ein bisschen Ärger machen. Wir werden hier mal mit dem MG einfach mal für eine Runde freundlich in die Walachei schießen und hoffen, dass wir dabei was finden. Ja, viel, viel mehr können wir an der Stelle, glaube ich, nicht machen. Hier drüben sind wir halt jetzt quasi ausgebremst, weil wir hier nicht über das Minenfeld so eilig kommen, wie wir es gerne würden. Hier drüben müssen wir gucken wegen dem Maschinengewehr, aber da müssen wir da wirklich zusehen, hier am Rand lang zu kommen. Ja. Frisst alles Zeit, aber wir können es nicht ändern. Wir schauen mal, was jetzt dabei rauskommt.
Nun gut, da haben wir noch mal Schwein gehabt, dass wir hier dann doch mit dem Mörser einige gute Treffer gelandet haben. Allgemein scheinen wir den Gegner jetzt hier ganz gut zu unterdrücken und auch hier kommt unser Mann gut voran. Wir werden vermutlich noch eine Runde haben oder zwei, bis die Pioniere hier den Bereich geräumt haben. In der Zeit möchte ich immer so langsam mit ihm vorgehen. Ich muss mal checken, wie das hier hinten mit der Munition aussieht. SMG hat aufgebaut. Da feuern wir also mal mit. Munition ist hier insgesamt noch okayisch. Ja. Okay, warum jetzt hier der Befehl nicht aus? Ist okay. Dann lassen wir die einfach auch mal eine Runde hier hinten hinfeuern. Schaden tut's nicht. Ich erwarte wirklich, dass da was ist. Also, das passt auch zu dem Minenfeld, dass hier nicht gleich die Hölle ausgebrochen ist. Also eigentlich steht hier wahrscheinlich sowas wie ein Maschinengewehr oder so. Davon hat der Gegner ja mehr als genug. Gut. Werden hier mal vorgehen, schleichend oder jagend. Ja, können sowieso nicht groß supporten. Können hauptsächlich hier sagen, passt auf, wenn da was auftaucht, dann feuert da bitte hin. Den Mörser lassen wir noch eine Runde da hinfeuern, dann ist das eventuell mit der Munition dann auch Fratze, dann ist das so. Das MG lassen wir hier noch eine Runde auf die MG-Position feuern. Hier machen wir Support in diese Richtung. Hier Support so. Upp. So. Und das HQ-Element können wir auch mal nachziehen, den Ammo-Barrier nachziehen. First Team HQ-Support ziehen wir nach. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ansonsten, ja, die haben noch genug Munition, um da eine Runde hinzufahren. Die könnten aber auch dahin. Das heißt, wir geben dahin Feuer, geben mit denen dahin nochmal Feuer. Ja, ich denke, das ist ganz gut. Dann nächste Runde brechen wir hier das Feuer ab. Dann sind wir ja auch schon fast da vorne. Und da bin ich gespannt, was dabei noch so, was da noch so auftaucht. Alles in allem. Wenn der Gegner wirklich nur knapp Zugstärke hat, dann denke ich, kann hier auch eigentlich gar nicht so viel in dem Ort sein. Aber dass er Pax haben soll, ist natürlich sehr gefährlich. Ja, kommt halt darauf an, wo die sind. Aber die machen natürlich dolle Aua. Gut, unser Spätruppmann hat hier seinen Kameraden versorgt. Wir werden den mal vorbewegen. Schon alleine, um dann quasi festzustellen, ob wir hier eventuell weitere Kräfte fürs Zentrum auch durchbekommen oder ob es uns da gleich wieder zerreißt. Gut, ich würde sagen, so machen wir das und schauen, was am Ende dabei rauskommt. Ja.
Nun, man kann über die 60mm Mörser ja sagen, was man will, aber sie machen einen guten Job. Er ist jetzt halt auch leer, gut, aber wir haben auf jeden Fall den Trupp hier verdrängt. Ob es das am Ende wert war, weiß ich nicht. Aber wenn es da ein Zwei-Mann-Trupp war, war es nicht ganz so sinnvoll. Wenn es jetzt irgendwie eine Gruppe war, dann schon wertvoll. Oder vielleicht war es auch der Feindmörser, weil die da so komisch saßen. Vielleicht war es der Moon-Trupp vom Feindmörser. Dann hat sich das auch gelohnt. So oder so, wir haben da den Feind vernichtet. Und wir haben hier mit unserem Nahkampfsniper ja, vom Trupp Fry, ja, hier unser Kollege hier unten, der hat gesagt, jawohl, ich mache das im Alleingang, ich gehe da jetzt so rum. Und der eine Schütze hier gibt sich dummerweise, der MG-Schütze hier unten, der ist noch nicht ganz überzeugt. Da müssen wir dann nächste Runde zusehen, schnellstmöglich Feuer aufzubringen. Das wird spannend. Für heute allerdings war es das leider schon wieder. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Ich hatte meinen auf jeden Fall. Wir wurden vor andere Herausforderungen geworfen, als ich ursprünglich gedacht habe. Und es lief aber hier besser als erwartet. Ja, gerne auf euer Feedback und dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal hier wahrscheinlich den Rest. Nee, das stimmt nicht. Also ein paar Züge werden wir noch brauchen, aber gefühlt wirkt es so, als wenn die Feindmoral jetzt schon am Boden ist und wir haben ja auch schon einiges an Feind vernichtet. Ja, vielleicht noch so 10, 15 Minuten In-Game-Time, wenn es hochkommt, würde ich sagen. Vielleicht irre ich mich da aber auch, vielleicht sitzt hier noch alles voll und die Informationen aus dem Briefing waren falsch. Auch sowas kommt vor und ist auch nicht unauthentisch. Daher würde ich sagen, ich wünsche euch jetzt erst einmal gute, tiefe Durchbrüche und sichere Rückräume. Sagt wie immer bis denn dann und es würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaut, wenn wir Combat Mission Battle for Normandy spielen. Ciao, ciao. Glück auf und hallo nochmal. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Like sehr freuen oder auch ein Abo. Wenn ihr immer up-to-date bleiben wollt, drückt die Glocke und dann gibt es hier drüben noch ein weiteres Combat Mission Video für euch und hier unten die Playlist zu dem gesamten Gefecht. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, bleibt gesund, ich wünsche euch was, ciao, ciao.